Hallo und herzlich willkommen. Heute mit ein paar schnellen Fakten zum Olympus Zweifach Telekommerator MC20, der ja heute vorgestellt wurde. Wir können hier mit den entsprechenden Objektiven bis zu 2000 mm Kleinbildäquivalente Brennweite bekommen. Und hier mal die schnellen Fakten dazu. Wir haben 9 Elemente in 4 Gruppen, davon ein HR-Element. Mit dem 40-150er, und jetzt wird es nochmal interessant, bei dem Telekonverter ändert sich ja die Naheinstellgrenze nicht. Also bekommen wir bei den 73 cm Mindestabstand, den wir ja bei dem 40-150er haben, ein Abbildungsfeld von 41x31, also etwas größer als 1:1. Und wenn wir das 300er nehmen, bei 1,43 m Mindestabstand, kommen wir hier auf eine Breite von 36 mm, also genau 1:1. Also eine sehr, sehr interessante Geschichte. Größe des Ganzen, hier haben wir ihn, 25,9 mm, der Durchmesser knapp 60 mm und das Gewicht 150 Gramm, also da relativ ähnlich, leicht in der Kompatibilität, in der Mitnehmbarkeit zum 1,4er Konverter. In der Verpackung ist übrigens auch nochmal, wie man es gewohnt ist, beim 1,4er das entsprechende Täschchen dabei. Hier mal so die ersten Aufnahmen, die ich gemacht hatte, einfach mal schnell aus dem Büro raus. Wir sehen hier, obwohl das irgendwie 20, 30 Meter entfernt ist, können wir die Spinnweben und die Fliegen, die in den Spinnweben drin sitzen, an dieser Straßenlaterne entdecken. Und natürlich wollte ich dann nochmal andere Bilder machen. Hier mal Hund Rudi sitzt ziemlich weit weg von der Kamera am Eingang unseres Bürogebäudes. Und so sieht das Ganze, na, da ist er, für den, der es nicht erkannt hat. Und so sieht das Ganze dann halt mit dem 300er und dem Zweifachkonverter aus, das heißt 600 mm Brennweite, Kleinbildäquivalent an der Micro Four Third Kamera, dann ja 1200 mm Brennweite. Die ganze Kombination übrigens, das heißt das Objektiv, der Konverter und auch die Kamera liegen unter 5 Pfund, also unwahrscheinlich klein, leicht hier die gesamte Kombination. Und ja, ich habe es natürlich auch mal mit der Naheinstellgrenze probiert und das ist kein Stachelschwein, sondern das ist ein 1:1 Ausschnitt aus diesem Bild. Das ist hier nochmal der Rudi. Also wirklich winzige Dinger, die wir hier auch mit dem Objektiv machen können. Also sehr interessante Erweiterung des Olympus-Systems oder des Micro Four Third-Systems, das MC20 Telekonverterchen mit der zweifachen Brennweitenverlängerung. Tschüss!